Guten Morgen, liebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen. Wir dürfen Sie ganz herzlich zum Frühstücksfernsehen hier in der Anatomie begrüßen. Ich hoffe, Sie sind auch bestens versorgt, wie wir hier auch. Wie die meisten von Ihnen wissen, ist mein Name Diethelm Wallwiener. Im Hauptamt, wie Sie wissen, leite ich die Schlagerband der Frauenklinik. Im Nebenamt bin ich Chef der Frauenklinik und im Ehrenamt als Prodekan im Moment stellvertretender Dekan des Fakultätsvorstandes. Und bin sehr stolz, dass wir alle gemeinsam, wir Vorstände, gemeinsam mit der Studierendenschaft, gemeinsam mit der Fachschaft, diesen Tanker durch dieses stürmige Gewässer fahren dürfen. Selbstverständlich geht das nur mit maximalem Zusammenhalt auf der einen Seite und mit maximalem Verständnis auf der anderen Seite. Denn gerade ein Studium wie das Medizinstudium, was so hochkomplex ist, dann von heute auf morgen zu digitalisieren, stellt natürlich alle vor enorme Herausforderungen. Und deshalb darf ich in erster Linie Bernhard Hirt mit seinem Team nochmal herzlich danken, dass wir dies alles hier ermöglicht bekommen haben. Danke natürlich auch in erster Linie unserem Studiendekan Stefan Zipfel und natürlich der Studienkommission und der Fachschaft für all das Verständnis. Manchmal geht es ja bei der Umstellung des Studiums jetzt auf digitale Formate mit allen Problemen, die Sie viel besser kennen als ich jetzt, zu wie auf der Springprozession, ja, 3 vor, 2 zurück. Und für Ihr Verständnis und das nachkorrigieren dürfen im Verständnis mit Ihnen, sind wir Ihnen ganz besonders dankbar. Aufrufen darf ich natürlich auch. Maskenpflicht, aus akustischen Gründen haben wir die im Moment abgelegt. 1,50 Meter Distanz, das ist kein Hexenwerk, ausgestreckte Arme. Von beiden sind 1,50 Meter, also von daher ist das alles leicht einzuhalten. Und wenn wir das weiter beherzigen, dann können wir auch weiter in die Normalität voranschreiten, gemeinsam. Behind the scenes, es läuft sehr viel im Hintergrund, nicht nur die Formate, die Sie jetzt kennenlernen, nicht nur die Absprachen mit allen Ministerien, sowohl auf Bundes- wie auf Landesebene, was natürlich die Sache nicht einfacher macht, weil meistens die Bundesministerien völlig uneinig sind mit den Landesministerien und vice versa. Aber trotzdem versuchen wir, mehr oder weniger Kurs zu halten. Und es passiert doch viel im Hintergrund. Wir waren sehr, sehr stolz, dass wir eine sehr verdiente Mitarbeiterin der Fakultät, der Studierendenschaft, der Medizindidaktik verabschieden durften in den wohlverdienten Ruhestand, Frau Dr. Lammerding-Köppel. Wir haben sie nicht nur verabschieden dürfen, leider alleine ohne die Studierendenschaft. Es wird aber alles aufgezeichnet und wir werden demnächst noch den Link in die Mediathek herstellen zu der Aufzeichnung. Wir durften sie auch verabschieden mit der Verleihung des Preises, des höchsten Preises der Medizinischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität Tübingen mit der Leonhard-Fuchs-Medaille, die seit mehreren hundert Jahren an höchst verdiente Mitgliederinnen und Mitglieder verliehen wird. Und da waren wir auch ganz besonders stolz, denn wie Sie wissen, ist Tübingen sozusagen das Herz der Medizindidaktik und vieles in dieser Beziehung ist Frau Lammerding-Köppel zu verdanken. Damit darf ich Ihnen eine gute und gesunde Woche wünschen. Bleiben Sie an Bord, haben Sie Verständnis für das Vor und Zurück. Sie haben auf jeden Fall die richtige Berufswahl getroffen. Das sehen Sie jetzt, denn wer wird im Moment mehr gebraucht als der Medizinbetrieb? Vielen Dank. Herr Wallwiener, ganz, ganz herzlichen Dank für die Begrüßung und die netten und auch interessanten Worte. Wir kriegen ja alle mit, was im Hintergrund gerade läuft. Das ist tatsächlich enorm, was das Dekanat gerade leistet und die Herausforderung. Was hat sich alles verändert? Ganz anders das Leben wie zuvor. Ja, ich glaube, das Wichtigste, was wir erstmal lernen mussten, dass der persönliche Kontakt fehlt. Ja. Mhm. Denn auch in den Vorständen diese Absprachen über tägliche Telefon- oder Videokonferenzen, es musste erstmal gelernt und werden und geübt werden, bis es funktioniert. Das war natürlich die größte Herausforderung. Und dann das wirkliche Entscheiden oder schnelle Entscheidungen treffen, ohne Face-to-Face die Mimik des Gegenüber zu sehen. Viele Missverständnisse, die man verdauen muss, die man verstehen muss. Ich glaube, das ist nicht nur in den Vorständen von Fakultäten und Klinikum so, sondern das ist in der ganzen Bevölkerung so. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung neben der medizinischen Herausforderung, der wir uns in der Pandemie gegenüberstehen.
Ja, was ich auch immer beobachte, und da habe ich großen Respekt auch vor, ist, dass man ja sehr viel und schnell reagieren muss. Das heißt, man kriegt sehr kurzfristig neue Situationen, mit denen man konfrontiert wird, aber trotzdem proaktiv auch Sachen zu gestalten. Und da wünschen wir weiterhin viel Glück, dass das so weiter funktionieren kann. Ganz, ganz herzlichen Dank. Eine letzte Frage an Sie, weil Sie ja jetzt einen vollen Terminkalender haben und auch gleich weiter müssen. Die Schlagerband, das ist ja etwas, was uns sehr interessiert. Mein Hauptamt. Genau, das Hauptamtliche. Findet denn Musik noch statt in der Frauenklinik? Eigentlich auch nur digital, denn diese Distanzregeln können wir im Moment natürlich nicht einhalten, aber was wir im Moment proben und wir müssen natürlich auch was für unser Gemüt tun. Die ganze Schlagerband ist ja riesig groß, auch Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft und des Gesamtklinikums sind ja drin. Wir können die ja vergrößern, verkleinern, wie es gerade notwendig ist. Und wir haben jetzt das Format, dass wir im Tonstudio jetzt einzeln die Tracks aufnehmen und dann zusammen mischen, sodass dann wenigstens ein digitales Miteinander ist. Großartig. Und weil wir ja alle gerade aufwachen, also die Studierenden regeln sich ja gerade auf der Couch mit Kaffee und anderen Schoko-Heißgetränken. Und jetzt schauen wir einfach mal kurz rein, wie das ausgesehen hat vor Beginn der Corona-Krise. Und ein typisches Konzert, Frühbesprechung in der Universitätsfrauenklinik. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Ja, ja, ja. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Ich habe einen Freund, ein guter sozusagen mein Bester. Und ich habe ein Problem, ich stehe auf so einen Freund. Wirklich großartig. Danke. Vielen Dank. Guter Start in den Tag. Vielen Dank an alle. Fürs Kommen. Eine gute Woche. Danke. Erfolgreichen Tag. So, was machen wir jetzt? Wir wollen viele Fragen beantworten. Heute, vielleicht, Herr Löffler, können Sie ein bisschen rüberrutschen, dann kann ich hier an den Tisch. So, können wir uns neu sortieren. Wir wollen viele Fragen beantworten. Es gibt natürlich Fragen von Seiten der Studierenden. Wir arbeiten ja im steten Austausch mit Studierenden, mit Semestersprechern, auch mit natürlich der Fachschaft. Und was wir auch sehen, man kann das hier erkennen, wir blenden immer wieder Sachen ein von den ganz aktuellen Elementen, die gerade im Internet kommen. Ich bin gespannt, was uns alles erwartet. Also seien Sie kreativ. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge. Jetzt, Herr Löffler, ich fang jetzt gleich an mit Ihnen. Sie sind in der Fachschaft, Sie sind Teil jetzt der Berufs, das sagen Sie selber, ich sage es jetzt bestimmt wieder falsch. Ich bin im erweiterten Vorstand der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, also die Bundesfachschaft, die BVMD. Genau. Jawohl. Da gibt es auch viel zu tun. Oh ja, also wir hatten natürlich jetzt gerade als bundesweites Thema die M2-Prüfung, die ja teilweise verschoben wurden, teilweise doch stattgefunden haben. Dann haben wir jetzt für ein paar Leute das vorgezogene PJ, für das wir uns jetzt weiterhin einsetzen. Da steht so ein bisschen das Hammer-Examen hinten dran. Dann haben wir auch eine Plattform eröffnet für Gesamtdeutschland, für Helfer, studierende Helfer. Das sind so einige Themen, die wir gerade so angehen. Wir haben einiges zu tun. Wir beobachten das natürlich und stehen ja auch im engen Austausch. Und das ist wirklich, jeder muss gerade sich umstellen und sehr viel machen. Sie kriegen mit, dass es überall in Deutschland natürlich große Anstrengungen gibt. Nicht überall funktioniert es. Es ist vor allem in einem Semester so, im anderen Semester so. Wir haben uns vorhin unterhalten und festgestellt, dass man Vergleiche aus dem Grund gar nicht so richtig anstellen kann. Einige Unis sind einfach schon von vornherein weiter gewesen, andere eben gerade nicht. Also an allen Unis herrschen die gleichen Herausforderungen gerade.
wir sind sehr gespannt, wie sich das entwickelt wird. Also wir haben als BVMD uns auch ein paar Ideen dazu gemacht. Wir haben mit Göttingen zusammengearbeitet, um ein bundesweites Konzept auf die Beine zu stellen. Mal schauen, wie das jetzt durchkommt. Wir sind gespannt weiterhin. Mhm. Gut, super. Normal Heartbeat, die, aha. Musikbeitrag. Okay, alles klar. Herr Professor Zipfel, unser Prodekan ist hier. Stefan, die letzte Woche war wieder irre anstrengend, auch für dich natürlich. Vielleicht kannst du mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, vielleicht darf ich ganz kurz noch ergänzen. Herr Wallwiener hat es ja vorhin schon gesagt. Wir haben vor kurzem Frau Dr. Lammerding-Köppel verabschiedet. Wir hätten das gerne mit einem Symposium getan. Und das wäre auch tatsächlich die adäquate Form der Verabschiedung gewesen, weil nach mehr als 20 Jahren sehr erfolgreichem Tun hat Frau Lammerding-Köppel jetzt ihre letzten Arbeitstage bei uns gehabt. Und Sie kennen sie als Leiterin des Medizindidaktikzentrums. Und vor knapp 10 Jahren, 2011 war es gewesen, hatten wir hier in Tübingen eine große internationale Konferenz zum Thema Medizindidaktik, die Frau Lammerding-Köppel organisiert hatte. Und die hatte zum Thema Shaping Diamonds. Und ich glaube, das ist eines der Punkte, die mir noch mal ganz arg am Herzen liegt, weil das hat sie in ganz besonderer Art und Weise gemacht, dass sie nämlich Diamanten geschliffen hat aus Dozierenden, dass sie nämlich besser werden noch, auch als Dozierende. Und dafür steht und stand insbesondere auch die Medizindidaktik hier in Tübingen. Und wir hoffen auch, dass jetzt mit Nachfolgeregelungen, wenn mal Covid ein bisschen contained ist, sage ich jetzt mal, es dann an der Stelle auch sehr aktiv weitergehen kann. Aber das war sozusagen der Punkt. Und jetzt hast du mich gefragt, Bernhard, wie war die letzte Woche? Ja, ich glaube, sie war für uns alle besonders. Wir standen ja hier Montag letzte Woche auch und waren mit einem sehr erfolgreichen Start hier unterwegs. Was nicht erfolgreich gestartet ist, war gleich Elias am Montagmorgen. Und an der Stelle können wir nur sagen, mea culpa, aber wir sind dafür leider nicht verantwortlich, weil an der Stelle das ZDV der Universität mit und die Bibliothek mit dem Ansturm an dann Studierenden, die letztendlich das System am Montag nutzen wollten, nicht klargekommen sind. Die haben dann auch von Montag auf Dienstag in der Nacht noch gearbeitet und nach Rückmeldung, aber da bin ich auch sehr gespannt, vielleicht im Chat, ist die Situation stabiler seit Dienstag. Wie stabil, da bin ich mal tatsächlich auch interessiert zu hören. Wir haben versucht, und zwar du mit der Taskforce, mit einer ganzen Reihe von Kolleginnen und Kollegen, ja dieses Portal ganz zentral zu nutzen für unsere Kommunikation. Und auch das ist neu für uns, weil wir jetzt sonst natürlich versucht haben, im direkten Kontakt miteinander zu kommunizieren. Und deswegen bin ich auch gespannt zu hören, ob heute Montag auch dann Elias hoffentlich stabiler ist, weil das ist unsere zentrale Plattform, wo wir jetzt auch Tag für Tag neuen Content, wie das ja heißt, auch einstellen. Und deswegen ist es umso wichtiger, natürlich für die Studierenden, aber auch für uns, dass das dann stabil ist. Ja, also da kann man berichten, dass wir stehen ja im engen Austausch mit der Universität und den zuständigen Personen, die da wirklich sehr, sehr engagiert arbeiten. Und ein Problem ist, dass diese ganze Hardware, die notwendig ist, um die Sachen aufzubauen, einfach nicht so leicht zu bekommen ist zurzeit. Das sind Lieferzeiten von bis zu 10 Wochen für die Hardware-Komponenten. Die Leute versuchen unheimlich viel und alles. Wir haben trotzdem ja mit der Plattform, die wir jetzt ja auch nutzen, mit dieser Mediathek noch eine Parallelwelt jetzt geschaffen und kurzfristig aufgebaut und werden auch da weiter programmieren lassen und einen neuen Release durchführen, dass man zumindest die Links zu den Filmen, zu den größeren und wuchtigeren Filmen und keine Ahnung, Herr Wehner zum Beispiel war 50 Mal hier, glaube ich, zum Drehen.
gespielt. Nur ein Beispiel von vielen. Und diese Filme werden wir halt über diese Streaming-Plattform jetzt zeigen können und den Link dann nur noch in Elias stellen. Und ich glaube, das ist jetzt so ein Mittelweg, eine Lösung, wie wir einfach auf Sicht immer reagieren und das jetzt Stück für Stück aufbauen. Ja, also das ist unser Ziel. So, jetzt zu den Fragen. Es sind ja viele Fragen aufgekommen. Wir sind auch sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Ein paar Fragen haben wir ja natürlich schon auch vorab gerade sehen dürfen. Wir fangen mal an mit der ersten. Und Herr Löffler, Sie dürfen dann mit dem ersten Einspieler. Wenn nicht, dann lese ich sie einfach vor. Na, da ist es schon. Genau, also wir haben jetzt gerade die M1-Prüfungen sind ja ein bisschen verschoben worden, jetzt auf den Mai. Jetzt können Leute, die ihr Studienplatz wechseln wollten, also jetzt gerade woanders hin wechseln wollten, nicht unbedingt wechseln. Jetzt ist die Frage, wie wird jetzt mit diesen umgegangen? Genau, es sind ja zwei Probleme. Das eine sind die Studierenden, die von uns wegwechseln wollten und die anderen, die von anderen Standorten zu uns wechseln wollten. Und da ist natürlich genau das Problem, dass ohne ein M1 oder mit einem noch nicht abgeschlossenen M1 kein Wechsel möglich ist. Und das ist nicht eine Entscheidung, die wir treffen, sondern das ist tatsächlich eine Entscheidung, die das Landesprüfungsamt an der Stelle trifft. Und an der Stelle kannst du, Bernhard, vielleicht ja auch nochmal sagen, dass wir ja dabei sind, auch die noch offenen mündlich-praktischen Prüfungen M1 ja auch zeitnah dann nachholen zu wollen. Ja, wir haben ja da auch kommuniziert. Wir haben da an die Studierenden, die betroffen sind, so eine E-Mail geschrieben und die Sachen erklärt. Wir haben eine blöde Situation. Wir hatten ein Drittel der Prüfung, der M1-Prüfung absolviert. Dann kam in einer großen Kommunikationswelle die Ansage, also Ministerium, Landesprüfungsamt, wir standen ja mit allen sehr intensiv in Kontakt, auch mit den anderen Standorten standen wir in Kontakt, ist dann die Ansage gekommen, stopp, jetzt wird nicht mehr geprüft. Wir hatten gesagt, wir machen das gemeinsam in Absprache eben mit Ministerium und Landesprüfungsamt, weil wir die einzelnen Studierenden auch nicht beschädigen wollten, sondern das sollte ja alles konzertiert in Absprache stattfinden. Und jetzt halt die Situation, wir starten eine neue Runde an Prüfung. Jetzt am 4. Mai ist es soweit. Und wir werden jetzt den Rest der Prüfungen eben absolvieren. Die Prüflinge sind 14 Tage, jeder Einzelne, der geprüft wird, 14 Tage vorher informiert worden, bei wem geprüft wurde und wird. Wir haben mit allen Dozierenden kommuniziert. Die Dozierenden wissen, dass die Studierenden in einer besonderen Situation sich befinden und wir werden der Sache auch Rechnung tragen und die Prüfung auch entsprechend, sage ich mal, gestalten. Wir werden nicht am Präparat prüfen, das ist eine Sache, die wir in der Anatomie festgelegt haben, nicht am Mikroskop, sondern an den Modellen, die wir ja haben, Plastikmodelle und Plastinate und an Bildern, die wir zur Verfügung stellen. Und wir achten natürlich ganz arg darauf, dass alle Regularien eingehalten werden. Abstandregelungen, Mundschutz, Desinfektionsmittel, Handschuhe, dafür ist gesorgt. Also das war jetzt eine kurze Antwort auf die M1-Situation. Stand jetzt. Sind wir gespannt, was noch für eine Frage kommt. Herr Löffler. Genau, wir haben ja jetzt schon erfahren, es gibt verschiedene Phasen der Lehre. Es kommen irgendwann auch Präsenzlehre dazu. Die Frage, die uns jetzt oft gestellt wurde, mit wie viel Vorlauf wird diese Änderung der Phasen bekannt gegeben, damit die Leute jetzt auch von zu Hause wieder nach Tübingen kommen können, wenn sie dann wieder hier sein müssen? Genau, unser Versprechen, und das ist was wir jetzt selber regulieren können, ist, dass wir Ihnen zumindest 2 Wochen Vorlauf geben wollen. Sie wissen, wir fahren auf Sicht. Das heißt, jede Woche ist ein Stück weit auch eine neue Bewertung. Aber für die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, ab wann, also mit welchem Vorlauf die Präsenzlehre stattfindet,
haben wir uns verständigt, dass wir Ihnen zumindest 2 Wochen im Vorhinein geben können. Und da möchte ich an der Stelle nochmal drauf verweisen. Wir haben ja seit Freitag einen Newsletter. Der erste ist jetzt mit 7 Seiten etwas lang geworden. Das wird zukünftig sicher nochmal etwas strukturierter im Sinne von spezifischer werden. Aber da würden wir Sie einfach bitten, den auch aufmerksam zu studieren. Wir werden auch versuchen, sozusagen diese Dinge, die dann vielleicht unklar sind oder wo Sie gerne nachfragen würden, natürlich auch nutzen, beispielsweise montags dann nochmal nachzufragen. Aber das war Teil unserer abgemachten Kommunikationsstrategie, dass wir nach vorne die Dinge auch kommunizieren können. Super, nächste Frage. Genau, jetzt findet die Lehre ja teilweise reduziert statt, teilweise gibt es schon Lehrveranstaltungen, die eigentlich später stattgefunden hätten, aber jetzt schon hochgeladen sind. Jetzt ist die nächste Frage natürlich, wie wirkt sich das auf die Prüfung aus? Also werden vielleicht Prüfungen verschoben, gibt es da Niveauänderungen oder ähnliche Dinge, gibt es andere Arten von Prüfungen oder genau einfach auch andere Alternativen? Wie sieht es da soweit aus? Und wenn es Änderungen gibt, mit wie viel Vorlauf kommen die denn eigentlich, damit wir genug Zeit zum Lernen haben? Genau, das waren jetzt mindestens 10 Fragen auf einmal, aber alle sehr relevant, weil für uns ist es klar, dass für Sie, für uns natürlich auch Prüfungen letztendlich einen ganz zentralen Baustein unserer Lehre darstellen. Also, ein Punkt vielleicht von hinten angefangen. Wir wissen momentan noch nicht, wie lange das Semester dauert. Das ist deswegen relevant, weil wir, wenn wir beispielsweise die Zeit, die wir vorne verloren haben, hinten dran setzen, und das ist sozusagen eine unserer Vorüberlegungen, dann verschiebt sich sozusagen die letzten Prüfungen erstmal in diesen Zeitraum. Das bedeutet gleichzeitig natürlich, dass jetzt für den klinischen Studienabschnitt sich der erste Prüfungsblock auch nach hinten verschieben muss. Ne? Und das ist die erste Antwort. Ja, die Prüfungsblöcke verschieben sich. Nummer 2, Prüfungen können immer nur das abprüfen, was auch vermittelt wurde. Und deswegen gucken wir uns das gemeinsam mit den Fächern natürlich Fach für Fach an. Und da wird es auch Adaptationen geben. Ein dritter Punkt ist, dass wir mit den Fächern auch gemeinsam gucken, ob wir sowas wie Mini-Repetitorien machen können, indem wir sie nochmal gezielt auf die Dinge hinweisen können, die relevant sind für die Prüfung. Und auch das ist, glaube ich, eines der Punkte, wo wir Sie ein Stück weit auch leiten wollen. Und Frage 5 bis 10 habe ich vergessen, gab es, waren das noch? Wie viel Vorlauf gibt es eigentlich dann? Genau, wichtige Frage. Und auch da nochmal, für die zentralen und größeren Prüfungen wollen wir, und das werden wir gemeinsam in der Studienkommission besprechen und dann auch entsprechend abstimmen, einen Vorlauf von insgesamt 4 Wochen sozusagen Ihnen. Das ist das, wo Sie bislang wissen, dass das unsere Fristen waren, und die werden wir auch versuchen einzuhalten. Ich glaube, das kriegen wir auch hin aus meiner Sicht. Und dennoch ist es natürlich wichtig, dass nicht nur die Frage, wie lang, sondern dann in welcher Form die Prüfungen stattfinden. Und auch da werden wir versuchen, auch auf sich zu fahren, weil momentan ist das Thema, dass die Universität zwar Prüfungen zulässt, aber halt nur Einzelprüfungen. Und Sie wissen, wir haben so große Gruppen, dass wir am Ende des Tages natürlich nicht das ganze Semester nur prüfen können. Und deswegen ist es auch einer der Punkte, wo wir dran sind, weiterzuentwickeln, welche Prüfungsformate in absehbarer Zeit, das heißt während des Semesters oder gegen Ende des Semesters möglich sind. Und das ist für uns alle zum Teil Neuland. Noch ein ganz kurzer Punkt, das ist nicht nur für uns Neuland hier in Tübingen. Ich lebe in einem Haushalt, Sohn studiert, anderer Sohn macht Abi, Frau ist Lehrerin. Und deswegen ist diese Frage, was sind eigentlich faire Prüfungen und wie geht man damit um, durchaus bei uns auch am morgendlichen Kaffeetisch. Und da gibt es relativ wenig gute Modelle tatsächlich. Und ich kann Ihnen nur sagen, mein Sohn studiert an einer anderen Fakultät, nicht Medizin. Und da wird diskutiert, dass beispielsweise die Studierenden alle eine Kamera und ein Mikro offen haben müssen bei der Prüfung und das auch unterschreiben müssen. Und das sind Dinge, da diskutieren wir ziemlich intensiv, weil ich das, es gibt sowas wie eine DGSVO und die würden wir natürlich auch gerne ein Stück weit einhalten. Also fair, transparent, und das ist nicht trivial an der Stelle. Nächste Frage.
Genau, jetzt gibt es ja während des Semesters, dieses Semester keine Evaluation, aber wir würden da trotzdem gerne als Studierende unser Feedback liefern, jetzt gerade auch semesterweise. Wir hatten bis dahin ja auch immer die Jourfixe, die finden jetzt statt, teilweise nicht statt, es ist nicht ganz klar, wie es stattfinden wird. Wie können wir jetzt unser Feedback senden und wird es nachhaltig bleiben, damit man vielleicht doch ein bisschen schauen kann, ob nicht gewisse Formate für die Zukunft etwas bringen könnten? Ganz wichtige Frage, weil wir brauchen sozusagen nicht nur in den größeren Abständen, wie wir das bisher hatten mit den Semestersprechern, das waren ja größenordnungsmäßig, ich sage jetzt mal 2, manchmal 3 Termine im Semester, sondern wir brauchen eine engmaschigere Rückmeldung. Und dazu gibt es 2 Richtungen. Semestersprecher haben uns schon angemeldet letzte Woche und wir wollen natürlich eng mit den Semestersprechern in Kontakt sein. Aus meiner Sicht läuft es auch schon noch nicht ganz rund, aber das soll so laufen, dass wir einmal pro Woche eine Rückmeldung der Semestersprecher zumindest für den klinischen Studienabschnitt bekommen. Und Bernhard, du kannst es vielleicht für den vorklinischen Studienabschnitt ja auch noch kurz sagen. Ja, auch da planen wir natürlich, diesen Semestersprecher Jourfixe regelmäßig einzuhalten. Ich denke, morgen, ich muss meinen Kalender anschauen, aber diese Woche wird ein solches Treffen schon stattfinden. Es findet natürlich virtuell statt. Also wir haben eine virtuelle Gruppe dann. Und da ist immer ganz hilfreich auch der Austausch zwischen den einzelnen Semestersprechern der verschiedenen Semester. Jetzt muss man halt auch eins sagen, in der Vorklinik ist es sehr viel leichter, so etwas zu organisieren, ist auch klar, wie jetzt im klinischen Studienabschnitt. Und, aber der Austausch, die Kommunikation ist sicherlich wichtig, sehr wichtig. So, nächste Frage. Also dann haben wir noch eine letzte Frage, oder was heißt letzte Frage, aber noch eine schöne Frage am Ende. Wie können wir jetzt als Studierende noch weiterhin einbringen in die Planung des Semesters? Wie können wir noch weiterhin unseren Input liefern, damit wir auch so ein bisschen mitschauen können, dass es auch wirklich studierendenfreundlich bleibt? Genau, ganz zentral. Wir haben im Prinzip mindestens drei Möglichkeiten. Das eine ist heute hier und natürlich die nächsten Tage immer sozusagen Tag für Tag. Der zweite Punkt ist, dass wir über die Semestersprecher einmal pro Woche eine Rückmeldung kriegen. Und das andere ist, dass wir mit der Fachschaft natürlich auch im Kontakt sind. Und das ist aus unserer Sicht sozusagen schon mal die Möglichkeit. Und Bernhard, vielleicht kannst du ja auch noch ergänzen, in der Taskforce Digitalisierung sind ja auch Studierende mit an Bord, um uns natürlich auch durch die Sicht der Studierenden zu geleiten. Genau, da haben wir ja 2 Vertreter von der Fachschaft mit dazu eingeladen und da ging es insbesondere auch um die Frage, wie wir denn am besten die Studierenden informieren über die ILIA-Seite und Ähnliches. Und da haben wir jetzt einmal die Woche auch eine gemeinsame Telefonkonferenz. Also auch auf der Ebene müssen wir schauen, dass wir das möglichst eng miteinander absprechen. Ist ganz klar, dass wir auch weiterhin. Wir freuen uns drauf und hoffen, dass wir im persönlichen Austausch bleiben. Ja? Vielleicht noch einen kurzen Hinweis. Jetzt sind eine Reihe von Fragen noch aufgelaufen, gerade in den letzten 2-3 Minuten. Mein Vorschlag wäre, wir nehmen die mit und werden die beantworten. Und die Frage wäre, Bernhard, entweder du kannst die dann die Woche im Frühstücksfernsehen einspielen oder wir setzen die Antworten dann beispielsweise auf die Ilias-Seite. Ja. Also von daher, dass Sie nicht den Eindruck haben, jetzt sind Ihre Fragen nicht zum Zuge gekommen. Ja, also mein Vorschlag wäre, dass wir tatsächlich jetzt immer jeden Tag einzelne Fragen uns vornehmen, 2, 3, 4 Fragen von denen, die gestellt wurden, bis wir die jetzt innerhalb dieser Woche alle abgearbeitet haben. Und ich bin mir sicher, dass neue Fragen kommen werden. Also es ist ja jetzt ein kontinuierliches Verfahren. Gut, jetzt sehe ich nochmal eine Darstellung. Hey Ilias, heute werden viele Studenten auf deine Server zugreifen. Ja, hoffentlich. Und hoffentlich klappt es dann auch. So, ich darf jetzt allen vielen Dank fürs Zuschauen sagen und ich wünsche Ihnen ganz arg viel Erfolg beim heutigen digitalen Distanzlernen und sag vielen, vielen Dank fürs Kommen. Und nächsten Montag haben wir wieder hier eine gemeinsame Frage-Antwort-Sitzung. Morgen wird, hoppala,
Boing. Morgen wird Frau Professor Wolf hier zu uns besuchen. Wir werden Informationen aus der Zahnmedizin hören. Wir werden uns auch gut überlegen, wie und wo Zahnmedizin und Humanmedizin voneinander lernen können. Da gibt es ein paar Elemente, wie wir morgen sicherlich sehen werden. Und Bernhard Ringvorlesung morgen noch. Ja, und um 12 Uhr, das ist ja auch das Wichtigste eigentlich. Morgen 12 Uhr, Herr Professor Thomas Iftner, der Leiter der Virologie hier, wird zu uns kommen. Er wird uns spannende Inhalte, virologische Hintergrundinformationen, Basisinformationen geben. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, bei dieser Ringvorlesung die Informationen aufzunehmen und dann vor allem bei dem anschließenden Lunchtalk auch viele Fragen zu stellen, auf die dann Herr Professor Iftner eingehen wird. Wir freuen uns auf Sie alle morgen um 12 Uhr. Und dann jede Woche dienstags 12 Uhr. Das ist ein super Programm, das unser Prodekan Lehre da erstellt hat. Gute Woche.